Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise guten Tag, guten Nachmittag und guten Abend. Willkommen zu The Sims 2. Spaß beiseite. So, wir haben irgendwie die Arbeit verpasst, weil wir nicht rechtzeitig ein Kochsmädchen beziehungsweise Kindermädchen engagiert haben. Und das ist auf jeden Fall von Wichtigkeit, denn sonst haben wir hier ein Problem. Gehorsamkeitstrainerin ist ja super. Und einen Butler haben wir auch. Frag mich echt, wie viel das pro Stunde kosten würde. Würde mich ziemlich interessieren. Aber wir werden ein Kindermädchen engagieren. Denn unser Budget, ja, zeigt jetzt eben auch nicht das Größte an. So, ich würde sehr gerne auf deine Kleinen aufpassen. Ich berechne eine Grundgebühr von 10 Simlons und dann 15 pro Stunde. Wenn du möchtest, kann ich mir aufschreiben, wann du arbeitest und dann einfach vorbeikommen. Sollen wir weitere Termine abbesprechen oder möchtest du meine Dienste nun jetzt in Anspruch nehmen? Termine einhalten. Termine einhalten. So. Wir können dann direkt auch vielleicht was kochen. Wie wär's mit einem Nee, Schätzkekse will ich nicht. So. Dann können wir sie direkt dann engagieren. Das ist halt eben eine gute Zeit, weil die Kate ist ja dann in der Früh, beziehungsweise die Nachtschicht dann quasi. Und das Ganze hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, sie zu engagieren, weil anders geht's ja halt auch nicht. Man muss es halt eben so nehmen, wie es ist, und da entstehen nun mal halt auch Kosten. So, Kate ist zurück und wir haben eine Beförderung. Super! In der letzten Woche ist ja nichts passiert, das will ich jetzt gar nicht lesen. So, Kate wurde befördert zur Oberstufenlehrerin. Du hast eine coole Lehrerin, die alle Schüler mögen, doch deine Beliebtheit allein wird sie nicht auf die Uni vorbereiten. Ihr Erfolg ist dein Erfolg, also streng dich an. Hey, cool! Wir verdienen auch richtig gutes Geld. Ich muss dir ehrlich sagen. Und die Arbeitszeiten sind total toll. Also, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. So, was brauchen wir nur? Oh, ein Charisma. Oh, ist ja toll. So, irgendwie passt da irgendwas nicht mit dem Badezimmer. Ich denke, wir haben irgendwo ein Leck. Dann sollten wir direkt mal anrufen. Und du kümmerst dich. Beziehungsweise, wir haben jetzt hier die Nanny. Wir haben uns echt nicht hier zu stressen. Oh, aufschließen. Oh, scheiße. Oh. Gratulieren? Nee, du brauchst ja jetzt gar nicht gratulieren, glaub mir. Spül mal ab. So, du solltest den Vermieter anrufen. Mach das bitte. So, und vielleicht eventuell in einen anderen Kanal, weil das muss echt ernsthaft nicht sein. So, oh mein Gott. Wir kriegen echt viele Anfragen von Hallo, Fremder, du bist ja hohoho. Bla, bla. So, okay, machen wir mal Pop. Lass mal deine Kinder. Gönne deinen Tag der Beförderung. So, kannst du direkt mal benutzen. Und eventuell duschen. Und, ja. Loben für friedlich andere beschnüffeln. Das ist doch auch mal was. Wobei, das wird sich sowieso dann schnell. Wird dann sowieso schnell weggehen. Und was ist denn mit dir los schon wieder? Ey, ach man, jetzt haben wir einen Freund verloren. Das ist unglaublich. Okay, was. Wer ist denn die gewesen? Ach, die Elisabeth Schöne. Okay, dann würde ich mal sagen, wir rufen sie mir einfach an und plaudern mal so ein bisschen so. Durch die Finger und so. Er scheint echt Cosmo zu lieben. Ich finde das total niedlich. Das ist richtig süß. Oh. So, die rufen wir an. Okay. Okay, er konnte jetzt gar nicht wirklich was machen. Deswegen, wir müssen ihn gleich wieder mal eben anrufen. So, die Kinder scheinen echt gut zu sein. Und wir können aber mit ihr ein bisschen plaudern. Warum auch nicht? Was willst du jetzt mit den Kindern machen? So. Oh, er scheint jetzt wirklich nicht so krass mit denen verbunden zu sein, aber Kate ebenso nicht. Oh gut, okay, wir haben jetzt wenig gespielt und so weiter mit denen, deswegen so. Ach nö, warte mal. Hier, ist es jetzt weg? Oh. Mitbewohner Suchanzeige aufgeben. Ach so, nee, das brauchen wir echt nicht machen. Tierregistrierung, Rasse eintragen. Cosmo. Haben wir das nicht gemacht? Hm, zahlen wir keine Hundesteuer? Ho, 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 ho. Wäre ja zu schön, wenn es in echtem Leben auch so ginge. Einfach mal nicht, ja. Gib eine. Gib hier einen Rassennamen ein. Ich bin ein Held.
Ist das Rasse genug? Och, das geht gar nicht. Aber ich bin ein Held. Das passt doch. So. So, Glückwunsch zu... deine neue Zuchtlinie ist jetzt ein Tier erstellen verfügbar. Okay. Warum auch nicht? Ach man, ich bin jetzt dann schon langsam froh, wenn die dann halt langsam Geburtstag haben. Wo ist mein zweites Kind? Oh Gott, Clemens, du machst mir so Angst, wirklich. Ich denke, es ist schon wirklich so weit, dass sie halt Geburtstag haben. Oh Mann, ich glaube, wir sollten eigentlich eine Torte kaufen. Okay, unser Geburtstag wird jetzt überhaupt nicht berauschend sein. Aber ich verspreche euch, Leute, dass dafür der nächste einfach umso schöner sein wird. Denn wenn wir alles Mögliche an Partymaterialien kaufen und es so richtig krachen lassen. Denn, ja, warum auch nicht? So, nehmen wir einfach beide. So. Dann Kuchen bringen, Noah. Und Kuchen bringen, Eleanor. So, dann haben wir auch noch tolle Musik dabei. Ach nö, jetzt auch noch das. Ja, dann schiebst du das auch mal ein bisschen zur Seite. Ach. Ach. So. Ja, ja. Alles kein Stress. Oh Gott, die werden jetzt größer. Dann folgt auch gleich die Eleanor. Ach Mensch, ist das süß. Yay. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Noah. Yay. Ich würde jetzt lachen, wenn ich den Namen bzw. den Namen vertauscht habe. Und jetzt Noah irgendwie Eleanor heißt, aber dafür ein Junge ist. Ich hoffe mal nicht. Ach, wie süß. Ach Mensch, ist das doch niedlich. Ach nö, ich glaube, ich spinne. Das ist doch voll niedlich. Oh Gott. Oh Gott, mir kommen so ein bisschen die Tränen. Das ist so süß. Ja, es ist ein bisschen doof, dass mir jetzt ein bisschen die Tränen kommen. Aber ich bin heute irgendwie total sentimental. So, mein kleines Mädchen. Oh, hallo, Eleanor. So, das ist doch voll süß. Oh Mann. Vertraut küssen, knuddeln. So, kitzeln. Oh, geht ihr auf jeden Fall viel flotter. Das kann man jetzt auf jeden Fall mal sehen. So, wie sind die Stats? So, relativ gut. Wie sieht's bei euch aus? Okay. Und dann machen wir das direkt so. Liebe Eleanor, wir gehen zum ersten Mal aufs Töpfchen. Ach Mensch, ist das süß. Knuddeln. Oh, die sind so richtig süß. Wir werden die auf jeden Fall dann halt eben vielleicht so ein bisschen vom Aussehen ein bisschen anders stylen. Aber da werden wir auch mal sehen. Verwandte trennt sich. Nee, das wird auf gar keinen Fall passieren, lieber Noah. Mach dir darüber keine Sorgen. So ein Albtraum passiert schon nicht. So, und du solltest eventuell mal vielleicht was füttern. Und dann sollten wir langsam mit der Kate auch irgendwie mal was essen und Spaß haben und so. So, knuddeln. Hast du toll gemacht. Hast du richtig super gemacht. Und dann wollen wir Abendessen servieren, beziehungsweise Flaschen holen für Eleanor. So, dann haben wir das auch schon mal. Und die liebe Nanny, die ist ja auch irgendwie da. Also, die scheint da auch kein Problem mit zu haben. Ach, wir müssen ihn erstmal hier absetzen. Dann können wir mal das Ganze mal leeren. So. Und dann können wir schnell den Noah auch mal aufs Töpfchen gewöhnen. Ach, Mensch. Umschalten. Gibt es dann irgendwas Sanftes? Ich hätte mal vielleicht Lust auf Oldies. Nee, geh doch nicht schlafen. Lass doch dein Kind nicht so zurück. Sag mal, spinnst du? So, dann kannst du Eleanor noch ins Bettchen bringen. Und dann haben wir es auch schon langsam geschafft. So, ein bisschen Oldies. So, dann können wir auch direkt den Noah ebenso ins Gitterbett legen. Clemens, du bist richtig stolz. Kann das sein? Das ist ja so ultra putzig.
Richtig süß, muss ich erst wirklich sagen. Ach Mensch, der hat ja einen süßen Pyjama. Ach Mann. Richtig süß. Das werden wir mal auch direkt lernen. Ach so, das habe ich ja eh schon angeklickt. Dann gehen wir selber mal auf die Toy Toy und dann können wir direkt mal schlafen. Und das Ganze wird natürlich beschleunigt. Ich muss ehrlich sagen, ich mag Oldies. Finde ich echt gut. Ach Gott, die Kinder. Ach ja, bevor wir da jetzt irgendwie was weitermachen. Ich habe ja gesagt, das Bettchen, was halt eben so stinkt, können wir mal reinholen. So. Und dann können wir tatsächlich hier so eine kleine Spielecke für die Kinder machen, denn wir haben hier echt nicht so viel Platz und es stört hier auch ziemlich. Und ich möchte halt, dass es so schön wie möglich halt eben geräumig ist. Wobei, ach ja, irgendwie das nervt mich mit dem Fenster. Ich hätte das irgendwie am liebsten so einverschoben, aber naja, kann man jetzt nichts machen. Oh, ich habe vergessen, die Stühle wieder zurückzugeben. Man kommt schon leicht ein bisschen durcheinander. So, dann werden wir eventuell... ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich doppelte Hochstühle kaufen soll. Ich glaube, einer reicht so. Einer reicht. Vor allem hier kann er ruhig stehen. Irgendeine neutrale Farbe. Irgendwas. Ich glaube, es bleibt einfach gelb. Passt dann halt sich das Ganze hier an. Wobei, das können wir auch hier machen. Ich hätte es jetzt am liebsten da, aber der Cosmo ist jetzt hier. Nun ja, dann werden wir das hier rauf tun und das andere hier auch. Und eventuell, das können wir nicht einfach in der Wohnung haben, oder? Doch, das funktioniert sogar. Ach, wie süß. Geht das echt? Ich würde jetzt lachen, wenn das echt geht. Und das können wir so nach hinten tun, warum auch nicht? Stört ja auch keinen. Das Ganze... Ich will da echt mal sehen, ob die da wirklich herumhoppeln können. Das fände ich dann ziemlich toll. Ach, das finde ich auch so niedlich. Ich mag das total, dieses Spielzeug. Aber ich hab noch mal keinen Platz. Deswegen würde ich mal sagen, wir warten mal einfach ab. Dann haben wir hier noch so ein Häschen. Mit so einem Bärchen drin. Das ist ja süß. Wie sieht denn der aus? Oh. Ziemlich coole Sachen, muss ich ehrlich sagen. Liebe ich alles. Was ist denn mit diesem Sprechhasen? Fördert er irgendwie die Sprachqualität der Kinder? Denn ich möchte auf jeden Fall alles wie möglich noch in der Erziehung schaffen, beziehungsweise, dass ich sie halt ja fördern kann und so. So, und die Kinder scheinen ja schon wach zu sein in der hellen Stunde, aber sie scheinen auf jeden Fall K.O. zu sein. Wobei, wir können die auch tatsächlich rauslassen. Warum auch nicht? Eleanor und Noah rauslassen. Du legst doch eh die Kinder gerne auf den Boden, deswegen alles kein Thema. Das können wir dann wegschmerzen, aufräumen und eventuell noch einen Teller nehmen, warum auch nicht. So, mach das mal. So, und wir können hier mal spielen und da mal spielen. Da bin ich mal gespannt, ob das auch klappt. Na, kannst du nicht damit spielen? Hä? Die Wand stört oder wie? Ernsthaft, Eleanor? Aber vielleicht so. Vielleicht geht das ja hier so besser. Ja. Funktioniert super. Oh, wie süß. Ach, man kann auch kuscheln mit den Hunden. Wie süß ist denn das denn? Ach, okay. Sei doch nicht mal so. Oh, kann man das irgendwie löschen? Nee, kann man nicht. So, da kannst du ja auch ein Stück von nehmen. Ist ja alles kein Problem. Was? Doch ein Baby bekommen. Ja, klar. Kinderlied beibringen. Kinderlied beibringen. Und Laufen beibringen. Ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall alles. Wie wäre es damit? Wir kümmern uns mehr um Eleanor mit Clemens. Also was das, Sprechen und Laufen beibringen angeht. Und ich denke, ich fange mit Sprechen an, weil das dauert dann halt immer ein bisschen länger. Und ach, guck mal. Da müssen wir auch oft drauf achten, wegen dem harten Drang. Aber jetzt geht's eigentlich. Ist doch eine chaotische, tolle Familie. Ach, der Cosmo, der tut mir so leid. Oh, hat er noch überhaupt Futter? Ja, hat er. Ach Mensch, da kommt man auch schon ein bisschen ins Schwitzen. Vor allem noch bei dem Wetter. Nun ja, das Ganze müssen wir halt einfach so hinnehmen, so wie es ist. Aber ich bin echt glücklich, Leute. Also, das Beste hätte es echt nicht sein können.
Also ich finde es echt toll. So, wird auf jeden Fall seine Zeit kosten. Das bin ich mir auf jeden Fall sicher. Aber dass er noch ein Kind will, ich weiß nicht. Sollten wir das noch riskieren? Noch so ein drittes Kind? Aber dann würde ich das erst machen wollen. Das muss ich irgendwie noch einkalkulieren. Ach, wisst ihr was, Leute? Für mich wäre es ziemlich schade, wenn irgendwie Kate sterben würde. Deswegen gucken wir mal, dass wir noch einige Sachen noch zeitgerecht erfüllen können, dass wir tatsächlich dieses kaufen können. Ich möchte irgendwie nicht, dass sie stirbt. Jetzt, wo die Kinder da sind und so, das würde mir sehr, ja, wehtun, muss ich ehrlich sagen. Kommt dein Baby nicht so richtig in die Gänge, dann hilf ihm mit Krebsmilch. Von Bubi auf die Sprünge. Schon nach einer Flasche Krebsmilch wird dein kleiner Schreihals in den disziplinieren, Lauf, sprechen und aufs Töpfchen gehen, Glanzleistung vollbringen. Ah, genau, das wollte ich ja auch haben. Ja. Fragt sich jetzt nur, wo ich das hinstelle. Wo stelle ich das denn hin? Muss es denn auf einer Oberfläche? Ich denke, das muss tatsächlich auf einer Oberfläche. Ja, tatsächlich. Hm. Okay. Gut, dann haben wir das auch mal schon gekauft. Aber, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch... Ich denke, wenn wir die beiden noch geschafft haben in dieser Zeit, dann können wir ja noch Kates Alter retten. Und dann können wir auch in Ruhe heiraten und eventuell wirklich noch ein Baby bekommen. Das ist ja abnormal. Sie wollen echt noch ein Baby. Hm. Okay. So, warum auch nicht? Dann sind wir schon zu dritt. So. Wie sieht's aus mit den Töpfchen gehen und so? So, okay, dann würden wir mal sagen, Eleanor, gehst du mal aufs Töpfchen und Krebsmilch für Noah zu bereiten, für Eleanor zu bereiten. Das würden wir auf jeden Fall machen und die Kate, ja, kümmert sich dann auf jeden Fall dann um den lieben Noah. So. Der magische Modellbaukasten erfolgreich verwendet. Noah wird mit einem Logikpunkt belohnt. Oh, wenn wir auf jeden Fall intelligente Kinder haben. Und? Nein! 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 Pfui! Das macht man nicht. Oh Gott. Moment. Moment. Was war das Negative, was da erscheinen konnte? Hm? Negative Nebeneffekte können auftreten. Falls der Stand der Laufbahnanzeige niedriger als Gold ist, sieh dir vor, du brauchst deine Laufbahnanzeige an. Okay. Niedriger als Gold. Oh. Okay. Ne. Ich habe einfach zu sehr Angst, ihr die Flasche zu geben. Da muss ich echt aufpassen. So, wegwerfen. Ich gebe ihr einfach ein ganz normales, weil... Nicht, dass das... Ach, hör auf damit, Eleanor. Du unerzogene Gordo. Schlimm. So, das ist Essen für dich. Nicht so napfüllen, abspülen. So, was könnten wir jetzt noch ein bisschen machen? Dann würde ich mal sagen, dann lernen wir das Ganze, dass es dann für Noah auch schon mal bereit ist. Und ansonsten, wenn es halt schon ein bisschen zu stressig wird mit dem Ganzen, werden wir, ja. Tanzt du da tatsächlich? Ich glaube, sie mag die Oldies. Wie süß. Süß. Kannst du ja mal mit Cosmo kuscheln. Mach das mal. Oh Mann, wie süß. Total Familienchaos. Hallo, Cosmo. Oh. Ist das lieb, ey. So süß. Ja, der Clemens will auf jeden Fall direkt mal entspannen, aber er hat ja sowieso zu tun, deswegen... Gott, ey, weck nicht deine Frau auf, sei mal nicht so... So, geh mal duschen. Und wie sieht's aus? Kate folgen. Beschnüffelt werden. Oh, ich hoffe, der Hund kann nicht beißen oder so. Oh Gott. So. Jetzt wirst du mal Noah aufs Töpfchen bringen, denn es wird auch langsam Zeit dafür. Ach Gott. Aber irgendwie geht mir langsam die Musik schon ein bisschen auf den... Ja, weiß ich nicht. Auf den Kicker. So, wobei ich muss auch sagen, es ist schon wieder ein bisschen zu laut, meiner Meinung nach. So, Musik. So ein bisschen runter. Das geht doch.
So, mein kleiner Noah-Baby. Wir gehen jetzt aufs Töpfchen. Ach, es ist so süß. Richtig süß. So. Du bist auch schon langsam blöd. Kann das sein? So. Kümmere dich um deine Tochter. Die macht auch schon die Vollfaxen hier. Sprechen beibringen. Mach das mal weiter. Und, ja, der liebe Noah, der ist schon brav aufs Töpfchen. Auf sein Töpfchen. Und, oh. Es zahlt sich auf jeden Fall mal aus, dass man halt da hier nur ein Kinderlied beibringt. Oh, wie süß. Vertraut küssen. Es bringt sich auf jeden Fall mehr, wenn man den Harndrang so, ja, gut wie möglich verdrängt, beziehungsweise da zusammenkneift und dann, wenn man echt nicht mehr kann, ihn dann aufs Töpfchen zu bringen. Weil dann gilt das Ganze natürlich viel schneller, als wenn man ständig dann halt aufs Töpfchen geht, was ja natürlich auch irgendwo seinen Sinn auch noch natürlich ergibt. Oh Gott, hier stinkt's und alles Mögliche. Ich muss das Ganze mal hier rüberbringen und unser Mülldings funktioniert ja auch nicht. So, jetzt kriegst du auf jeden Fall ein Fläschchen. Bleibst du hier mal liegen. Und das Ganze werde ich auch natürlich hier wegwerfen, weil es geht echt gar nicht. Und aufräumen können wir das eine hier auch. Schade. So. Oh. Das funktioniert wieder? Wann hat er das repariert? Na gut. Es ist so, wie es ist. So, dann können wir auch mal schnell auf die Toy-Toy gehen. Das wäre auch nicht mal so schlecht. Oh Gott, ihr seht es schon kommen. Es ist echt leicht anstrengend, das Ganze. So, hör mal auf. Und bring Eleanor ins Bett. Und ebenso Noah. Beides kannst du auf jeden Fall mal bringen. Und wir sollten uns auch langsam um die Liebe kümmern, weil langsam geht es auch ein bisschen runter. Und das möchte ich halt natürlich nicht haben. Ein Baby bekommen. Ein Baby bekommen. Okay. Clemens, du hast echt einen Bug im Hirn. Kann das sein? Was war... habt ihr das gerade eben gesehen? Das sah ganz komisch aus. Ich sag ja, irgendwie das Spiel scheint total... ja, komisch zu sein. Ach du Scheiße, ich will jetzt gar nicht mal sagen, wonach es für mich ausgesehen hat. Da könnt ihr gerne einen Screenshot machen von und mir selber dann eure ja, Meinung zu sagen, was das eben vorhin war. So, dann würde ich mal sagen, Frühstück servieren, machen wir mal Omelettes. Das wäre doch mal was. So, und dich sollten wir Magen knurren. Oh, sollten wir wieder den Lieferanten holen. Ja, gut. Wie wäre es mit... wo war denn das? Lieferant. Ach, Clemens, was ist mit dir? Was ist mit dir? Ganz ehrlich. Bist du irgendwie krank oder angewidert von den Kindern oder so? Also, ich weiß nicht, was mit dem kaputt ist. Ich glaube, der hat echt so gerade so einen psychischen Knacks, ist total mit allem überfordert und hat sich auf jeden Fall gewünscht, Scheiße, warum bin ich überhaupt mit der zusammengekommen? Hätte ich das gewusst, dass wir Zwillinge auch noch dazu bekommen und so weiter. Ja, aber das finde ich echt komisch, ein Baby bekommen und ein Baby bekommen. Ich weiß, Süße, du bist total am Arsch, ich weiß, aber kannst ja schon mal... hier ein bisschen deine Stats da von dem Spaß. Hier, ne? Ach, du hast echt auch keine Lust mehr, hier den Fernseher anzugucken, ne? Ja, der Lieferant ist da und dein Mann macht auch schon den Rest vom Essen. Das ist ja so lieb, ist er schon mal. Du pustest schon aus Verzweiflung, glaube ich. Aber du kannst es auch nicht, weil du sowas von hungrig bist. Und dein Mann verkackt einfach die Omelettes. Ach Mann, Clemens, du kriegst echt nichts gebacken. Du bist echt ein Schwein. Ach Menschenskinders. Jetzt lass ihr das mal, deine angebrannten Omelettes. Beziehungsweise einen Omelett. Nee, lass mal. Lass sie. Weck sie nicht auf. Gott, der ist ja irgendwie blutrünstig. Irgendwie die ganze Nachbarschaft wirkt so negativ. Gratulieren. Für was willst du denn gratulieren? So, loben für Tierfutter fressen. Das kannst du mal machen.
So, und Lieferung annehmen und dann kannst du direkt mal auch den Kühlschrank füllen. Aber irgendwie scheint Clemens echt nicht guter Dinge zu sein. Aber ich finde das irgendwie lustig. Oh, die Kinder sind schon wieder wach. Aber du musst ja auf jeden Fall arbeiten gehen. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, Hunger, Komfort und Handrang und alles Mögliche ist total am Arsch. Aber das sind jetzt nicht die Dinge, die jetzt zwanghaft wichtig sind. Deswegen können wir mal schnell, bevor wir irgendwie ja zur Arbeit müssen, wenn wir das überhaupt müssen, ja, können wir halt noch schnell eben Fernseh gucken. Und wie sieht's denn mit den Kindern aus? Oh, Noah hat gar nicht mal so viel gepennt. Aber Eleanor misst aufs Töpfchen. Dann können wir das mal direkt leeren. So. Und ich glaube, ich werde sowieso jetzt alleine mit den Kindern sein. Aber es ist halt nun mal so, wie es ist. So. Na komm. Gehen wir mal aufs Töpfchen. Hä? Was soll denn das jetzt? Muss ich mal aufs Töpfchen bringen. So, bald ist auch die Arbeitszeit angebrochen. Und ja, aber wo... Ich frage mich immer, wo er dieses Treffen veranstaltet. Entweder bin ich doof oder es findet einfach alles vom Park statt. Also mittlerweile glaube ich das auch. Was natürlich nicht so optimal ist, meiner Meinung nach. Aber das werden wir alles dann in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder mal heißt, die Sims 2.